Willkommen zur BAU 2019 und damit auch in der Zukunft. Denn die Digitalisierung revolutioniert mehr und mehr auch das Handwerk. Und einige spannende Möglichkeiten zeige ich Ihnen. Das ist wirklich praktisch, wenn ich einen neuen Boden zu Hause haben will, dann kann ich mir die App runterladen, einfach Möbel und Boden scannen und mir dann verschiedene Optiken auswählen und dann schauen, passt eher ein heller Boden vielleicht zu meinen Möbeln oder dieser dunkle Steinoptik, Holzoptik. Man braucht also nicht mehr ins Geschäft und auch nicht mehr diese kleinen Proben mit nach Hause bringen. Echt cool. Stellen Sie sich vor, Sie kommen von der Arbeit nach Hause und die Wohnung ist nicht überhitzt und auch nicht stickig. Und möglich machen das Raumklimasensoren. Gute Idee. Nennt sich Velux Active. Wir messen im Raum die Lichtverhältnisse, als auch die CO2-Verhältnisse. Und darauf basierend steuern wir die Sonnenverschattung, als auch die Öffnung des Fensters, sodass eben immer das aktuelle Wohlfühlklima sichergestellt ist. Cool. Jetzt ab zur Arbeit. Leider ist wieder kein Gentleman da, der mir die Tür öffnen kann. Versuche ich es mal so. Alexa, Haustür entriegeln. Wie lautet der Sprachcode für das Gerät Haustür? 1966. Wird aufgeschlossen? Einen Moment. Haustür ist aufgeschlossen. Ist das praktisch? Mir braucht keiner mehr die Tür zu öffnen, ich brauche es selber nicht mehr zu tun, ich brauche keinen Hausschlüssel und sie öffnet sich nicht nur von alleine, sondern sie geht auch von alleine wieder zu. Ja, das ist ganz schön spannend, was die Digitalisierung alles möglich macht. Morgen wird es gemütlich. Wir schauen uns die neuesten Trends in den Wohn- und Arbeitswelten an. Bis dahin.